Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Rufguides. Heute möchte ich euch endlich die Pandaren vorstellen und ihre zwei gesplitterten Fraktionen. Bei den Pandaren ist es so, sie sind in Mists of Pandaria im Zuge der Erweiterung hinzugekommen und können sich innerhalb ihrer Questreihe auf der wandernden Insel am Ende für eine Fraktion entscheiden. Sie können sich der Horde anschließen und zu den Uojin gehören oder sie können sich der Allianz anschließen und zu den Tushui gehören. Wie könnt ihr jetzt allerdings Ruf als Pandaren oder eben Nicht-Pandaren sammeln? Das ist hier die Frage. Und auf diese Frage möchte ich jetzt im Zuge dieses Videos mit euch eingehen. Zunächst sei erwähnt, Questen könnt ihr bei den Pandaren als Nicht-Pandaren zum Beispiel schon mal gar nicht. Aber grämt euch nicht, denn selbst die Pandaren erhalten auf ihrer eigentlichen Heimatinsel gar keinen Ruf für die Fraktion, denn die Fraktionen entstehen erst, nachdem die Pandaren sich splitten, sprich der Horde oder der Allianz anschließen. Die einzigste Möglichkeit, die es wirklich gibt, bei dieser Fraktion oder diesen Fraktionen ehrfürchtig zu werden, ist, sich den Wappenrock zu kaufen. In den letzten Videos habe ich jedoch gesagt, Rufstufe freundlich. Nun denkt ihr euch, wie komme ich denn auf freundlich? Gar kein Problem, denn bei den Pandaren ist es nun einfach so, dass ihr, egal ob auf der Horde oder auf der Allianz, gar keine Rufstufe bei den Fraktionen braucht. Ihr könnt euch einfach den Wappenrock kaufen. Und zwar heißt dieser Wappenrock auf Seiten der Horde Wappenrock der Uojin. Diesen bekommt ihr beim Rüstmeister und danach könnt ihr wieder Dungeons abgrasen und bekommt für jeden getöteten Gegner erneut Rufpunkt auf eurem Konto. Und das ist auch die einzigste Möglichkeit, Ruf zu sammeln. Denn die Pandaren sind, wie erwähnt, in Mists of Pandaria zugekommen und somit entfällt das Farmen der Rufmarken auf dem Argentum-Turnier. Denn die Fraktion ist dort gar nicht vertreten. Schließt euch hingegen der Allianz an, so werdet ihr zu einem Pandaren der Tushui. Auch die anderen Mitglieder der Allianz können sich Ruf bei der Fraktion Tushui erarbeiten. Auch hier könnt ihr euch wieder den Wappenrock der Tushui kaufen und damit eben wieder in den Instanzen Rufpunkte sammeln. Auch hier entfällt das Farmen der Rufmarken, denn das gleiche gilt wie bei der Horde, die Pandaren gibt es auf dem Argentum-Turnier nicht. Das war es soweit auch schon wieder von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch viel Spaß beim Nacherarbeiten der Fraktionen. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo und ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal!